Was sehen wir denn eigentlich? Wir sehen das Chaos. Eine Unmenge an Objekten, die zu einem Flughafen gehören. Eine Start- und Landebahn mit 24 Flugzeugen aus unterschiedlichen Ländern. Einem Kontrollturm, der in Verbindung steht mit allen anderen Elementen. 38 Holzkonstrukten mit jeweils 4 Neonröhren, die an eine flughafenartige Neonbeleuchtung erinnern. Dazu kommen zahlreiche weitere Elemente, sowie 24 hölzerne Stellwände mit Dokumentationen zu den unterschiedlichsten Themen. Riesige silberne Löffel und 4 Altare mit Sneakers, Plastikblumen und Büchern. Außerdem sehen wir 14 Koffer, 7 Autos, Stühle, gedruckte Texte mit Gewissensbissen und ihren Konsequenzen, sowie 12 Videos. Charakteristisch für Thomas Hirschhorn ist der Einsatz von billigen Materialien. Wir sehen Karton, Aluminium, Plastik, Farbe, Unmengen an braunem Klebeband, die die Installation zusammenhalten, und Stickern, sowie vorgefertigte Objekte wie Fotografien, Bildschirme, DVD-Spieler, Bücher und Plastikeimer. Um den Künstler zu zitieren: Künstler sein bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, zu große Verantwortung. Ich habe keine Angst vor Destabilisierung. Ich will verbinden, was man nicht verbinden kann. Ich will Subjekt sein, ich will Formen geben, der Behauptung wird Form gegeben. Die Behauptung bleibt nicht Theorie. Durch meine Arbeit will ich Antwort geben auf die Frage, wo stehst du, Genosse? Es geht darum, eine Arbeit zu machen, die Energie hat, die kraftvoll ist, die Biss hat. Es geht nicht darum, was Kunst ist und was nicht. Ich benutze Kunst als Werkzeug. Als Werkzeug, um die Welt kennenzulernen. Als Werkzeug, um mich mit der Realität zu konfrontieren und als Werkzeug, um mich mit der Zeit, in der wir leben, auseinanderzusetzen. Ich bin ein Künstler, ein Arbeiter, ein Soldat. Thomas Hirschhorn wurde 1957 in Bern in der Schweiz geboren. Heute lebt und arbeitet er in Paris. Seine Arbeiten gleichen riesigen Collagen. Sie sind sehr unterschiedlich und komplex, doch was sie vereint, ist, dass sie einen Übergriff auf den Raum darstellen, in dem sie präsentiert werden. Er sucht ganz bewusst nach Materialien aus dem alltäglichen Leben, die ärmlich sind, ja billig und nicht exklusiv, um eine Verbindung herzustellen zwischen dem Betrachter und dem Kunstwerk. Thomas Hirschhorn lehnt eine Sakralisierung seiner Werke ab. Seine Werke sollen nicht elitär wirken, sondern den Betrachter dazu einladen, in einen offenen Dialog mit ihm zu treten. Was ist denn nun das Fazit dieses World Airport, Flugplatzwelt von 1999? Das Kunstwerk wurde für die Biennale in Venedig gefertigt. Eine Installation auf über 400 Quadratmetern. Es ist eine Arbeit zur Globalisierung und ihren scheinbar paradoxen Begleiterscheinungen. Wie die Isolierung und der Partikularismus, der ethnisch, sozial, religiös und kulturell sich auswirkt. Lokale Teilungen und Kriege versuchen, die eine Einheit von der anderen zu trennen. Dieses Schrumpfen und Aufteilen ist es, was der Künstler in World Airport untersuchen wollte. Einige Elemente geben uns Denkrichtungen vor. Die silbernen Löffel sind eine ironische Anspielung auf die mit oder ohne silbernen Löffel im Mund Geborenen, die in der globalisierten Welt auf Seiten der Gewinner oder der Verlierer stehen. Die Altäre stehen für bestimmte Themen, sowie der Geist, der Körper, die Seele, und passende Bücher laden zur Lektüre ein.
Dennoch ist World Airport kein ausdrücklich politisches Werk, das Stellung bezieht. Eine eindeutige, klare Lektüre bleibt dem Betrachter angesichts der Fülle verwehrt. Und doch lässt die Installation für jeden einzelnen Raum für eine eigene Interpretation. Falls ihr noch Fragen habt zur Installation, zu dem Kunstwerk, zum Künstler oder zur Kollektion des Mudam, dann stellt sie gerne in unseren Kommentaren. Wir freuen uns darauf zu antworten und euer Feedback zu hören. Bis bald!